Gott, na gut, dann versuchen wir mal irgendwie. Verdammter Ferris! Vielleicht Zugang wieder zur Bahn zu bekommen oder was? Anzug online, Gesundheit und dann da verbessert. Oh, was? Wie verbessert? Ich muss sie finden. Wow, okay, alles klar, wir haben mehr Platz. Das ist natürlich geil. Das ist geil. Cool. Endlich konnte er nicht so weitergehen. Dachte schon, ich krieg hier so eine fancy Knastgürteltasche oder irgendwas. Ja, ich würde jetzt einfach mal jetzt hier die Leuchtfackel nachlaufen. In der Hoffnung, dass das der Weg ist. Ein Schuss. Genau, ein Schuss. Okay, Rennen ist nicht mehr. Schnee wird zu hoch. Schön. Schöne Spur im Schnee. Geil. Gut aus. Tatsächlich ist mir gerade richtig kalt. Ich muss erstmal gar nicht mal die Heizung anmachen. Also, Scheiße, es wird sehr immersiv, das Spiel gerade. Für mich. Leuchtet irgendwas? Also, leuchten ist falsch, aber da vorne sieht man irgendwas. Der wird einfach mal hin. Das sieht doch krass aus hier, ey. Okay. Das ist der Turm. Schneewehe. Oh. Ist das Elias? Oder irgendjemand anders? Bei meinem Glück ist das jemand anders. Ja, es ist definitiv jemand anders. Warte, perfekt, bin Ast rein gerade ausgewischen. So, dann werden wir uns der Sache mal schnell entledigen. Ah, nicht nachwachsen. Warum kriegt er mich denn immer? Versteht ich ja nicht. Wahrscheinlich, weil ich mich schon mitten im Move bewege, irgendwie, dann halt nicht mehr ausweichen kann. Oh, das hat Energie gefressen. Und, hast du noch was da für mich? Zwei. Also von der Munitionierung her erinnert es mich tatsächlich so ein bisschen an The Evil Within. Klar! Gebt's euch mal mit dem Benny. Geiles Let's Play, aber der hat genauso die gleichen Probleme wie ich. Oh, schön! Eine Kugel! Toll! Schön. Wo benutzt man die? So, wie viel Health Booster habe ich denn? Oh, mal vielleicht einfach uns nehmen. Spam. So, schnell mal eine Dröhnung. Weiter geht's. Bei Freunden, ja. Gut, ich meine, er hat uns doch das Leben gerettet. Das Signal. Ja. Der ist aber weit gekommen, mein Freund. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist doch eine Falle. Ist doch eine Falle. Wahrscheinlich liegt da bloß noch irgendwie sein Kopf jetzt oder irgendwas. Schnell mal durchgezwungen. Gott sei Dank hatten wir heute Mittag nicht das Doppelwopper-Menü. Ansonsten wären wir hier nicht mehr durchgekommen. Ziemlich großes Areal. Könnte jetzt halt auch wirklich ein Kampf werden. Wird definitiv ein Kampf. Elias! Elias! Und? Und? Okay. Sein Visier ist im Arsch. Schaffst du! Es ist nicht weit! Gar nicht weit! Komm! Nein, nein! Wir müssen hier weg! Wir müssen weiter, komm schon! Mutiert er jetzt? Nein, Mann! Rick sieht doch scheiße aus. Ich bin erledigt. Danke. Und dir. Ich fliehen.
tatsächlich gerade so ein bisschen aus wie sein Co-Pilot. Luft ist auf jeden Fall auch toxisch oder und so was. Also für uns menschlich atembar. Shit. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Geiler Score. Ah! Captain Schneefl. Schön. Ach, sie. Hast du uns gefunden? Das Notsignal! Du hast Glück, dass nur ich es bemerkt habe! Du bist zu spät! Früh genug für mich. Oh, natürlich. Und sie schnappt sich erstmal die Rig, ey. Und ich jetzt auch. Ich glaube, sie ist von The Boys, ne? Kann das sein? Mocker. Hey, warte! Warte! Was? Und wo willst du überhaupt hin? Echt jetzt? Pilot, du brauchst mich! Der Hangar ist dort. Du gehst besser los. Na, vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Schön zurückgelassen. Dankeschön. Suche im Außenposten Unterschlupf. Ah, shit. Ich muss zum Hangar. So, okay. Dann machen wir auf das Ding. Schön gemacht mit dem Schnee. Schön gemacht. Also grafisch, ich wiederhole mich, aber grafisch ist natürlich wirklich raus aus diesem Stau. A la Bonheur. So, da jetzt drin, da jetzt drin. Ich würde mal ganz kurz hier in die Ecke gehen. Hier könnte man vielleicht noch was finden. Aber tun wir nicht. Schade eigentlich. So, C2. Oder... kleineren Gebäude aus. Eine Art Außenposten. Ziemlich alt. Oh. Okay, cool. Können wir machen. Fühlt mich gleich ein bisschen sicherer, wenn die nicht irgendwo rumstehen und vielleicht nochmal erwachen. Die Frage ist nur, die Kälte scheint sehr schnell gekommen zu sein. Gibt's jetzt eventuell irgendwelche Wesen, die halt Schockfrosten können? Also irgendwelche Mutationen, die das können? Das wäre finster, weil sieht tatsächlich so aus, als wenn die halt so mit EMA erwischt worden sind. So, Gel. So, muss man schnell raufgeschmiert. So viele Wege. Ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen kleiner wäre. Shit. War eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Das ist natürlich nachher wachsen. Ah, shit. Sehr intensiv. Sehr intensiv die Fights. Muss ich sagen. Echt cool. Haben so schön gemacht. Okay, den haben wir noch vor der Mutation geschnappt. Gott sei Dank. Was mit dir? Ja, du lässt dich wenigstens ordnungsgemäß töten. Vielen Dank. Nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwelche Überraschungen bekommen. Oh, cool. Die können wir uns auf jeden Fall nochmal
Gesundheitsinjektor holen. Dankeschön. Schon überlegt, mal hätte man jetzt oben eher rennen sollen, damit sich hier nach unten so weit ausläuft. So weit ausnimmt. Das ist tatsächlich schwierig immer. Ich hab dann immer das Gefühl, Mist, jetzt hast du schon wieder irgendwas verpasst. Wahrscheinlich. Ich komm näher. Ich muss weiter. Ich geh nochmal kurz hoch. Ich guck's mir nochmal an, irgendwie. Faust ist jetzt. Finde den Weg überhaupt zurück. Ja, ja. So, schnippeli-schnipp, schnippeli-schnupp. Und wir gehen einfach nochmal hier kurz in das andere Ding rein. Vielleicht finden wir hier vorne noch irgendwas. Ah, jawohl. Da haben wir so einen jetzt. Miranda Christofitsch. Christofitsch? Oder jetzt? So, hier haben wir noch. Na, das kommt immer vorbei. Hier ist noch eine Büchse, die reflektiert hat. Hier vorne noch was? Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt. Kannst du mich nicht holen? Das glaube ich nicht. Das ist ganz schön blöd. Was ist denn das? Ich komme da nie hin. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Warum kann ich nicht wegnehmen? Wieso? Okay, ich kann das Ding nicht greifen. Aber es sieht doch so aus wie so ein Energiewandler. Er leuchtet zwar nicht, aber sieht so aus. Kann ich hier nicht irgendwo durch? Tja, denn eben nicht. Wenn er nicht will, dann will ich nicht. So, hier fahren wir mal rein. Genau, so sollte er eigentlich aussehen, ne? Haben wir irgendwas? Nein. Okay. Aber hat sich auf jeden Fall doch nochmal kurz gelohnt, der Rückweg. Jetzt kann ich auch ruhigen Gewissens hier reingehen. Da vorne eigentlich. Leuchtet das da? Warum leuchtet das da? Das ist ein Drucker. So weit oben nicht. Ha! Mann, ich bin nur ein Typ, Alter. Ist hier noch irgendwas? Nee. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Ja, dir auch einen United-Tag. Verkaufen. Den Rest lassen wir mal. Können wir denn schon? Könnten wir denn schon? Ja. Ja, wir können. Lass uns mal die Schlunze bauen. So, Shotgun sieht auch ein bisschen aus wie eine Pistole eigentlich eher. Dann gucken wir mal. Was finden wir denn noch? So, das Ding kostet 400. Also jetzt sowieso nicht. Stabilitätsupgrade. Schwarmgeschosse. Oh Mann, Alter. 3600. Oh, Wahnsinn. Oh Mann, 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 Mann. Da bin ich gespannt. Da weiß ich doch schon mal, für was wir sparen. Okay, drücke 2, um die Schnellwahl, das Schnellwahlmenü für Waffen aufzurufen. Schön. Verwende das Mausrad, um eine verfügbare Waffe auszuwählen. Drücke die linke Maustaste, um ausgewählte Waffe auszurüsten. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Okay. So. Alles klar. Warum switcht er jetzt? Warum switcht er mal auf die andere zurück?
Okay, also man muss tatsächlich mit linker Taste nochmal bestätigen. Okay, gut, wir lassen es nach unten gehen. Sonst frieren wir hier noch fest. Schüsse waren es jetzt nicht gerade. Also wie so eine doppelläufige Flinte tatsächlich. Irgendwie Zwischstoß im Lauf. Die sind schnell weg. Die sind schnell weg. Ich geh weiter zum Hangar. Wo? In your face, Alter! Stirb! So, ein bisschen Leben dazu bekommen. Sehr gut. Und wo ist der andere? Hier ist der andere. Ich muss nicht kommen hier ran. Schade. Kann ich hier rausziehen? Nee, kann ich nicht mehr rausziehen. War ja klar. Schnell nachladen. 7 Schuss. Viel ist nicht. Die Munition ist echt mega knapp jetzt. Ein bisschen viel rumgerast mit dem Mega-Explosionsschuss. Aber auch eine Ecke hier möchte ich wirklich nicht tot übers Hauen hängen, Alter. Das ist. Geil ist das hier nicht. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes, damit wir etwas finden können. Nee. So, dann lass uns doch mal über diese äußerst gefährliche Brücke gehen. Ah, das wird doch nicht gut gehen. Mhm. Okay, Felser noch da. Kommt jetzt hier rüber. Kann klettern. Oh ne, einfach durch. Ja, tatsächlich muss man sagen, dass er jetzt natürlich jetzt durch den Anzug, also ich möchte mich nicht über den Anzug beschweren, aber damit hat so ein bisschen die Figur auch so ein bisschen Identität verloren. Weil jetzt sieht der Ding halt einfach aus wie Isaac Clarke. Ja? Jetzt ist es endgültig Dead Space. Oh, guck mal. Ist das der von der... von Mokor? Okay, alles klar. Da müsste meine Schraube wieder ein bisschen fester gezogen werden. Na los, komm, mit rüber mit dir. Komm schon, komm schon. Aber es war wahrscheinlich nicht ihr Schneeflug. Oder ihre Schneeraupe, wie man es auch nennen mag. Oh nein, 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 nein. So, Türe. Oh. Ah, ja, Mist, die, ey. So, shit, darf ich die so rumhasen? Mann! Oh, es kommt runter mit dir. Bastardo! Also bei denen habe ich tatsächlich noch keine coole Taktik gefunden, wie du den ohne Feuerwaffen in die treten kannst. Ah, Leben, sehr schön, danke. Oh krass, ich bin jetzt auch erwischt. Ich frage mich auch, wann mir die ersten mit so einem Anzug entgegenkommen. Oh, Alter. Mach mal Scheibenwischer an. Ist ja übel. Ha, okay. Eine Menge Explosivgefäße. Eine Menge Explosivgefäße. Ist immer kein gutes Zeichen.
Na gut, dann lösen wir die Falle doch mal aus, weil es wird definitiv eine sein. Hey, hallo, du da draußen? Ja, it's me. Hey da, ich such was, um diese Tür aufzustellen. Diese Zugangstunnel führt zur Schneeraupengarage. Ich kann uns reinbringen. Schneeraupengarage. So, suche den gefangenen Arbeiter. Was? Versuch mit dem gefangenen Arbeiter zu fliehen? Wo ist er denn? Und welche Tür ist es? Mach schon! Schnell! Bevor die Dinger zurückkommen! Müsste ja ein etwas größeres Element sein, oder? Also, die Tür, die aufspringen soll. Probiert man es einfach. Ja. So, dies hat es schon mal nicht gewesen. Er ist es definitiv auch nicht. So, unser Tor ist wieder. Shit. Wo? Verballer jetzt hier nicht alles. So, ein paar von ihnen. Wie, du hast gar nichts? Doch, hier vorne ist dein Stuff. 22 Credits. Was hat jetzt die Tür? Nee, die hier sind. Nicht. Okay, er weicht tatsächlich auch nicht aus, wenn ich nicht den Elektroschocker am Start habe. Tut mir schwer mit Ausweichen. Skunkflint-Munition. Ich freue mich drauf. So, welche Tür ist es? Probieren hier hinten. Wart auch nicht. Da ist er, Oh mein Gott! Ach, da ist er. Oh Scheiße. Okay. Von der Bänder rum. Hammer. So, gut. Schade. Leider konnte ich dem Typ nicht helfen. Piss dich. So, hast du vielleicht ein paar Munition, ein paar Kugeln bei oder irgendwas? Meine Güte, ich bin echt immer zu langsam mit dem Stick rausholen hier. So, dann mutiert doch die Penner. Ich will trotzdem was machen. So, da hast du und da hast du und da hast du. Oh. So, ist mir egal. Du kriegst das. Huh.
Knappe Kiste. Echt knappe Kiste. So. Ich gebe mir mal schnell eine Dröhnung. Hui. Knapplich, knapplich. Revolvermunition, sehr schön. Haben wir. So, okay. Habe ich jetzt überhaupt noch einen Sprengsatz, um diese beschissene Tür da hinten aufzumachen? Ja, da hinten liegt noch einer. Na, das kommt. Ah, sorry, Dude. So, nochmal ein bisschen Heilstuff. So, wen hat's denn jetzt erwischt von euch? Dich wahrscheinlich. Sorry, aber naja, passiert halt. Richard Kitts. Betritt den Tunnel zur Garage. Ist der hier? Vielleicht kommen wir da vorne hier drüben irgendwo rein. Nur schön erstmal alle anderen Türen aufgesprengt, bevor die richtige war. Großartig. Ist doch immer das Gleiche. Finde einen Weg durch die Tunnel. Ach du Scheiße. So, wenn mir jetzt so ein bisschen Heilgel über den Weg laufen würde. Ach, guck mal, hier Endlager. Wunderbar. Ich wäre jetzt auch nicht böse drüber. Zwei Schuss noch. Finden tatsächlich mal. Probieren wir nochmal den Ballermann. Gut, nicht gut. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht diese komischen. Wie nennen wir die überhaupt irgendwie? Ich nenne sie mal Anglermutanten. Ja, weil du wisst, hier quasi wie so eine Leine rausgeschossen kommen. Ich hoffe, dass die jetzt hier nicht so viel am Start sind. Aber wenigstens hat hier jemand freundlicherweise irgendwelche Pfeile hingemalt. Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Du kannst doch echt nicht weit schauen, ne? Das Spiel ist schon wirklich. Also atmosphärisch. Topikowski. Einfach Topikowski. So, hier finden wir was. Audioaufnahme. Dr. Caitlin Mahler, Verbrenner. Was mit dir? Suchst du was? Revolvermunition, sehr schön. So, zack. Und zapp, zapp. Verbrenner. Eine neue Form von Biophagen, die zur spontanen Verbrennung fähig sind. Ursprünglich dachte ich, sie könnte einheimisch sein, aber die Morphologie ist eindeutig menschlich. Das Objekt war mit einem Mark I-Implantat ausgestattet. Etwas, das von Arkes heraufgekommen ist? Was ich weiß, ist, dass Cole sich verändert hat. Seit Europa ist nichts mehr, wie es war. Er hat irgendwas vor. Na toll, spontane Selbstentzündung. Da ist natürlich jetzt die Shotgun nicht so geil. Weil, Distanz, jetzt glaube ich ein bisschen besser. Natürlich ist diese Scheiße wieder am Start. Ach man, wieso?
Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich diese Viecher unterscheiden kann hier. Wo welche drin sind und wo nicht. Von diesen Angler-Mutanten. Kann ich hier durch? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, Mist. Na komm los. Oh Mann. Was zur Hölle ist das? Okay. Also die explodieren einfach. Bei denen kannst du überhaupt da keinen Nahkampf machen. Na, das ist doch scheiße, ey. Die noch niemals so schnell gestoppt. Was wird da kommen? Wo? Hier glibbert es so widerlich. Ja, ich bin auch nicht böser, dass die Tür zu ist. So, was finden wir hier? Ah, sehr schön. Bisschen Heilpaste, wunderbar. Das kann doch aber nicht der normale Weg sein. Die können doch nicht irgendwo irgendwas hinbauen. Und dann, oh guck mal, ja, hier drüben geht's weiter. Aber du musst immer durch diesen engen Gang durch. Irgendwie. Das ist doch unlogisch. Mal mit dir den Architekten sprechen. Was ist das? Okay, alles klar. Das war so ein Explosiver. War mir noch irgendwas? Nee, schade. Schöne Ecken, wo man eigentlich irgendwie ein paar Items verstecken könnte. Sowas wie Revolver-Munition oder so. Würde ich gut finden. Hier hoch. Nö. Natürlich ist ja so scheiße hier, ey. Okay. Sind das, was er jetzt gerade hat fallen lassen? Hier vorne. El Kreditos. Also hier war jetzt nichts, ne, oder? Nee. Oh, ist ja klaustrophobisch, wirklich. So, hier ist runter. Sackgasse. Also mit Blut sind sie knäuserig hier gerade. Donnerlittchen. Ach, was waren das noch für schöne Zeiten, als ich hier schön die Assi-Schüsse machen konnte. Nein! Nein! Er sollte das doch... Was waren das noch für Zeiten, als ich einfach auf Kisten schießen konnte? Weil ich also viel Munition hatte. Alter, und das war auch noch ein Explosivschuss. Ah, ich bin so blöd. Oh, Mann. Ja, das ist halt echt schwierig, ne? Du musst die rechte Maustaste drücken, nach vor scrollen, macht er quasi diesen Stase-Griff. Und wenn du nur, wenn du zu doll drückst, ne? Also wenn du mittlere Mausrad einfach runterdrückst, macht er den Explosivschuss. Wie gerade eben. Ganz schau. Finde ich richtig gut.